Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12. Große Anfrage der Fraktion der SPD betreffend gleichwertige Lebensverhältnisse auf dem Lande, Zukunft des ländlichen Raumes, die Drucksache 19/6063 zur Drucksache 19/4922, vereinbare Redezeit 10 Minuten pro Fraktion. Das Wort hat Herr Kollege Warnecke für die Fraktion der SPD. Bevor ich zu der eigentlichen Rede komme, noch ein bisschen höher. Entschuldigung. Bevor ich zu der eigentlichen Rede komme, vielleicht noch eine Bemerkung zur Landtagsfragestunde. Herr Staatsminister Wintermeyer war ein bisschen echauffiert darüber, dass die Nachfrage vonseiten meiner Person gestellt wurde, ob für dieses dicke Buch wie viel an Satz- und Textbausteinen verwendet wurde. Ich nehme die Antwort mit Freude zur Kenntnis, relativ wenig. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wieso eine einige Monate vorher gestellte Antwort, große Anfrage dann so beantwortet wurde. Und da diese Anfrage offenkundig zum selben Thema später gestellt wurde, könnte man jetzt ja vermuten, dass die Kapazitäten zur Beantwortung dieser Anfrage abgezogen wurden und diese Anfrage, die ja auch von BÜNDNIS 90 GRÜNE und CDU gestellt wurde, vernünftig zu beantworten. Und zu den Fragen komme ich gleich. Ich möchte Ihnen die vielen Peinlichkeiten nicht ersparen. Nachdem wir im Umweltarbeitskreis 95 Fragen, wie wir fanden, gute Fragen, aufeinander abgestimmte Fragen gestellt hatten, kamen im Laufe der Monate dreimal Bitten um Verlängerung auf uns zu. Nun sind Bitten ja normalerweise auch Dinge, die man ausschlagen kann, aber wir haben dann immer gehofft. Wir haben gesagt, na ja, wir versuchen es dann noch einmal. Und die Bitten wurden dann folgendermaßen beantwortet am Ende. 95 Fragen. 24 Fragen wurden immerhin mit dem vielsagenden Satz beantwortet, es liegen der Landesregierung keine auswertbaren Daten vor. Wir hatten eigentlich gedacht, dass Sie die Daten besorgen und nicht, dass wir Ihnen die Daten liefern, damit Sie unsere Fragen beantworten. Und bei weiteren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei weiteren 18 Fragen liegt ein Verweis auf andere Fragen vor, die zum Teil dann auch nicht beantwortet wurden. Das sind immerhin fast 40% der Fragen, die diese Landesregierung nicht in der Lage ist zu beantworten. 20 Jahre fast CDU-Regierung, ländlicher Raum super wichtig, wie Sie immer behaupten, da lebt die Hälfte der hessischen Bevölkerung. Die Hälfte. Und das gibt Ihnen nicht das Recht zu sagen, müssen wir auch nur die Hälfte der Fragen beantworten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt komme ich zu einem inhaltlichen Punkt, der einen in der Tat, weil der erste Teil schon sehr profunde beantwortet wurde und zeigt, worum es geht. Wenn ich das einmal zusammenfassen darf, ist die Haltung der Landesregierung folgende. Die Hälfte der Bevölkerung Hessens lebt auf 80 oder 85% der Fläche dieses schönen Landes. Da kann man sich darüber streiten. Und die andere Hälfte wohnt eher im Ballungszentrum. Und bei den Fördermitteln bzw. bei den Mitteln scheint es so zu sein, dass man sagt, die Hälfte kriegt die Hälfte von der Hälfte und die anderen kriegen sozusagen das Doppelte. Denn ich lese Ihnen einmal die Zahlen vor, die wirklich beeindruckend sind und die wahrscheinlich viele Bürgerinnen und Bürger bei den ganz vielen, weil im ländlichen Raum ja viele Kommunen sind, bei den ganz vielen Übergaben von entsprechenden Bewilligungsbescheiden so im Kopf gar nicht sind. Es wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass im Kommunalen Finanzausgleich die Finanzhilfen 2,52 Milliarden € folgendermaßen verteilt werden. 746 Millionen € für den ländlichen Raum macht 29,6%. Die Hälfte kriegt 29,6%, die andere kriegt dann, können wir ganz einfach ausrechnen, über 60. 70% sogar fast. 70. Sehen Sie? Förderkontingent, hessisches Sonderinvestitionsprogramm. Haben wir vorhin unsere Kollegen gehört zum Thema Krankenhausträger? 1,847 Milliarden €, der ländliche Raum bekommt 466 Millionen oder 25%. Kommunaler Schutzschirm, insgesamt 966 Millionen €, der ländliche Raum bekommt immerhin schon 32%, 310 Millionen. Kommunales Investitionsprogramm 1, da geht es insgesamt um 725 Millionen €, der ländliche Raum bekommt 31% oder 230 Millionen. Nun will ich nicht sagen, dass diese Litanei fortgesetzt werden kann. Nein, sie wird noch einmal bekräftigt.
Wir diskutieren immer über Digitalisierung. Ganz toll wird darüber diskutiert, was im ländlichen Raum fehlt. Deshalb macht die Landesregierung auch Folgendes: Beratung im Zusammenhang mit Digitalisierung. Jetzt geht es mal nicht um Millionen oder Milliarden, sondern 480.000 €. Was meinen Sie denn davon in den ländlichen Raum, der nur 80% der Fläche ausmacht, was der kriegt? 25%. Der Beratungsbedarf in den verdichteten Räumen, die in der Regel über die entsprechende digitale Infrastruktur verfügt, muss so gigantisch sein, dass man 25% für den ländlichen Raum übrig hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und eine Ausnahme will ich allerdings dann deutlich sagen, damit mir nichts vorgeworfen wird. Landesausgleichsstock. In 8 Jahren gab es pro Jahr immerhin 1,58 Millionen €. Und davon kriegt der ländliche Raum 90%. Da muss man sagen, da haben Sie mal richtig zugeschlagen. Wenn man sich das vor Augen führt, muss man fragen, warum sind wir eigentlich im ländlichen Raum in diesem wunderschönen Hessen nur die Hälfte wert? Warum sind wir im ländlichen Raum eigentlich durchgehend die Hälfte wert? Ist Ihnen das eigentlich aufgefallen? Es kann Ihnen eigentlich nicht aufgefallen sein, denn jetzt komme ich auf ein paar inhaltliche Punkte. Wenn wir uns anschauen, wie der ländliche Raum so behandelt wird, und da wird ja immer locker flockig geredet, Bürgerbusse war ein Thema des Herrn Ministerpräsidenten. Wir haben einen der ältesten Bürgerbusse bei uns in unserem Landkreis, in Kirchheim. Da sind 0,5% der Bevölkerung in Form von Busfahrern und Busfahrern beteiligt. Das wäre für Frankfurt eben mal 3.500 ehrenamtliche Busfahrer. 3.500 ehrenamtliche Busfahrer. Die sorgen jetzt so ein bisschen dafür, dass da ein bisschen mehr Busverkehr ist. Und wenn wir die Feuerwehr sehen, die diese schöne kleine Gemeinde mit 3.800 Einwohnern hat, die dann immerhin 192 Aktive bei der Feuerwehr hat, 192, die dann immerhin 52 Kilometer Autobahn auch noch betreuen, bedeutete dieses so in der Äquivalenz ungefähr für die schöne Stadt Frankfurt 35.000 freiwillige Feuerwehrleute. 35.000 freiwillige Feuerwehrleute. Das ist der ländliche Raum. Und deshalb bekommt der ländliche Raum ja auch nur die Hälfte von der Hälfte, die die anderen bekommen, weil wir da so viel ehrenamtlich machen. Manchmal, die Kollegin hat es ja schon mal sehr schön genannt, manchmal hat man den Eindruck, dass sie darauf setzen, dass wir all das, was auf Landesebene für den ländlichen Raum nicht geleistet wird, ehrenamtlich erbringen, vielleicht mal einen Landesehrenbrief kriegen, wie man so schön einen trockenen Handschlag sagt, und damit hat sich die Angelegenheit. Aber so kann man dauerhaft mit dem ländlichen Raum nicht umgehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt sage ich mal einen inhaltlichen Punkt, der mich wirklich geärgert hat. Wir haben bei uns auch beispielsweise in unserem schönen Landkreis in Oberellenbach einen Dorfladen, der schon ganz lange gemeinschaftlich organisiert wird, in dem genossenschaftlich Bürgerinnen und Bürger einen Beitrag leisten und damit auch ein Interesse haben, diesen Dorfladen im wahrsten Sinne des Wortes zu besuchen. Dann fragen wir nach, wie viele Dorfläden gefördert wurden. Da gibt es eine Antwort: 9 Stück. Die Frage, wie viele davon gefördert wurden, in den letzten 10, 9 wurden gefördert. Wie viele existieren denn davon noch? Können Sie nicht sagen, es liegen keine auswertbaren Daten vor. Aber jetzt kommt die Kracherantwort. Die Kracherantwort ist dann in der Tat, es gibt eine Begründung, weshalb es gar nicht anders sein kann, als es gesetzlich ist. Und die Begründung, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich hier vorladen. Da ein Dorfladen als investives Vorhaben entsprechend langen Zweckbindungsfristen, 12 Jahre bei baulichen Investitionen, unterliegt, ist das Ziel einer dauerhaften Grundversorgung in der Regel in allen Fällen gegeben. Erstmal in der Regel in allen Fällen, entweder in allen Fällen oder nur eventuell. Und dann zu begründen, weil die Vorgabe die ist, dass es die eigentlich noch geben müsste, gibt es die auch noch, aber wir wissen das gar nicht. Das ist doch tutto bancrotto, wie man so schön sagen müsste. Das ist doch blank. Sie wissen nichts. Nichts. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, um noch ein anderes Ding, das wir ja auch schon einmal diskutiert haben, auf den Punkt zu bringen. Wir haben gefragt, warum denn die Bagatellgrenze bei der Dorfentwicklung von 3.000 auf 10.000 € hochgesetzt werden musste. Die Begründung war die, das müsste hochgesetzt werden, weil die verwaltungsadministrativen Kosten so hoch seien. Okay, kann man ja erst einmal kaufen. Muss dazu wissen, dass das in Bayern nicht so der Fall zu sein scheint, weil die Bayern eine Bagatellgrenze von 10.000 minus 9 macht 1.000, ja, von 1.000 € haben. In Bayern scheint das mit den verwaltungsadministrativen Kosten nicht so der Punkt zu sein. Sie haben jetzt, um umfangreich nicht zu begründen, wie denn die verwaltungsadministrativen Kosten aussehen, weil dazu gibt es keine einzige Bemerkung, außer dass Sie das nicht feststellen können oder wollen, im ländlichen Raum folgende Verheerung angerichtet. Da gibt es von mir aus das alte Ehepaar, das in einem schönen alten Fachwerkhaus lebt. Das ist auch in Ordnung. Die Tür ist eine Alutür. Jeder, der da vorbeifährt, sagt, muss denn diese Alutür sein. Wenn ich den älteren Leuten anbieten könnte,
vom Nachbarn vielleicht eine alte Tür zu bekommen, die in der Tischlerei aufgearbeitet wird, anschließend ordentlich gestrichen wird, was vielleicht 3.500 € kostet, weil es eine Handwerksarbeit ist. Dann sagen die, wenn ich kein Geld dafür kriege, die Tür hält doch noch, warum soll ich das machen? Sie verhindern solche Entwicklungen. Ich kann es übrigens umdrehen. Da haben wir ein schönes Gehöft in einer Kommune, wo das Dorfgemeinschaftshaus drin ist, wo auch ein Pflegedienst drin ist, wo ein Heimatmuseum drin ist. Und die haben da sozusagen neben dem großen Saal noch eine sogenannte Heimatstube. Die haben jetzt eigentlich ausgerechnet, dass sie 5.000 € dafür nur bräuchten. Jetzt haben sie aber das Problem, sie müssen ja mindestens 10 ausgeben. Jetzt sind die auf dem Land so vernarrt und wollen nur 5.000 ausgeben. Dann gibt es keine Fördermittel. Können Sie mir einmal die Logik erklären? Und das alles bei einem Topf, der 20 Millionen groß ist. Was soll das? Was sollen diese ständigen Bevormundungen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe mit Folgendem. Ich schließe, Herr Präsident. Dieses Dokument ist eigentlich eine politische Bankrotterklärung nach 20 Jahren. Ich glaube, Sie müssen da noch eine Menge tun, um zu wissen, was der ländliche Raum ist. Und Sie müssen sich nicht immer angewöhnen, uns vorzuschreiben, was wir zu machen haben oder nicht zu machen haben. Das lässt sich ja auch noch im Zusammenhang mit der Hessenkasse diskutieren. Da gibt es ja auch neue Vorschriften, wie Sie den kleinen Kommunen im wahrsten Sinne des Wortes an den Kant haken wollen. Ich hoffe, dass Sie lernen. Wir wollen Sie am 28. Oktober ablösen. Wir werden Sie mit dem ablösen. Und ich würde noch eine Empfehlung machen, weil wir hier eine PR-Abteilung haben. Diese Kleine Anfrage sollten Sie als Broschüre drucken, damit wir alle im ländlichen Raum sehen, wie Sie mit uns umgehen. Ich danke fürs Zuhören. Glück auf. Ich erteile das Wort der Frau Kollegin Goldbach für die Fraktion BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Warnecke, ich freue mich, dass die SPD sich auch mit dem Thema ländlicher Raum und vor allem Förderung des ländlichen Raums beschäftigt. Das tun wir auch. Und ich danke Ihnen ausdrücklich auch für Ihre Druckempfehlungen. Wir haben ein sehr schönes Druckwerk, das liegt schon vor, das heißt Land mit Zukunft. Und darin sind sehr gute Ideen für die Entwicklung des ländlichen Raums, vor allem Unterstützung von Ideen aus der Bevölkerung zusammengefasst, unter Beteiligung der Landesstiftung Miteinander in Hessen. Also möchte ich auch einfach mal eine Literaturempfehlung machen. Da kann man wichtige Erkenntnisse daraus bekommen. Sie haben moniert, also, dass die Landesregierung nicht alle Fragen beantwortet habe. Ich finde, manche sind auch etwas schwierig zu beantworten, wie z.B. wie viele Dorfgemeinschaftshäuser werden ständig hauptberuflich als Gaststätte bewirtschaftet oder wie viele Dorfgemeinschaftshäuser werden ständig ehrenamtlich als Gaststätte genutzt oder wie viele Dorfgemeinschaftshäuser werden nur temporär als Wirtschaft betrieben. Also, es gibt wirklich einen Teilbereich, wo man sagen muss, da ist die Datenerhebung dann auch fast unmöglich, aber sei es drum. Kommen wir einmal auf den eigentlichen Inhalt. Wir stehen vor großen Herausforderungen, darüber sind wir uns einig. Ich glaube, Ihr berechtigtes Anliegen ist es ja auch zu sagen, wie bewältigen wir diese Herausforderungen, und Sie wollten Informationen haben. Arbeiten wir einmal damit. Es ist vor allem, wie sollen in Zukunft wenige Anleger z.B. ein großes Kanalnetz im ländlichen Raum noch bezahlen? Wie schaffen und sichern wir Arbeitsplätze abseits der großen Metropolen im ländlichen Raum? Wie wird die Mobilität der Zukunft aussehen? Oder wie erhalten wir ganz einfach unsere Dörfer als lebenswerte Orte mit Zukunft? Jetzt ist die Frage, was machen wir hier im Landtag eigentlich? Was machen wir als Gesetzgeber, um die Kommunen dabei zu unterstützen? Und dann müssen wir uns eben gut überlegen, wo haben wir Regelungsbereich, Regelungskompetenz und wo haben wir auch eine Verantwortung? Und da muss man ganz klar sagen, die Ideen, die entstehen eigentlich vor Ort bei den Menschen, in den ländlichen Kommunen.
Und was wir auf dem Land brauchen, sind zwei Dinge: Geld in den Kassen und Ideen in den Köpfen. Und ich finde, wir haben beides. Verantwortlich sind wir ganz klar für Geld in den Kassen, also die finanzielle Ausstattung der Kommunen. Die haben wir auch wirklich deutlich verbessert in den letzten Jahren mit dem Programm Schutzschirm zur Entschuldung, mit dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP, mit dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP II, also Stärkung der Schulinfrastruktur. Die KFA-Mittel, die an Gemeinden im ländlichen Raum fließen, sind gestiegen, und zwar von 9 bis 16 von 546 Millionen € auf 746 Millionen €. Wir haben zwei Ergänzungseinsätze eingeführt im KFA, die nur Kommunen im ländlichen Raum zugutekommen. Und, das muss man auch einmal erwähnen, z.B. das Förderprogramm Interkommunale Zusammenarbeit. Da fließen 90% der Mittel tatsächlich in den ländlichen Raum, in Gemeinden, Kommunen im ländlichen Raum, also etwa 15 Millionen €. Mit dem Investitionsprogramm Hessenkasse machen wir so weiter. Von dem Investitionsprogramm profitieren vor allem strukturschwache oder finanzschwache Kommunen, und die liegen auch oft im ländlichen Raum. Und jetzt haben wir diese Woche auch noch die neuesten Finanzierungssalden bekommen, 2017. Der Saldo übersteigt zum ersten Mal die 1-Milliarden-Grenze. Im Jahr 2010 betrug der Finanzierungssaldo aller hessischen Kommunen noch ein Minus von 2,2 Milliarden €. Das heißt, 75% der kreisangehörigen Kommunen, Gemeinden, erwirtschaften jetzt Überschüsse. Und wenn man sich das alles zusammen betrachtet, muss man doch konstatieren, die finanzielle Situation der Kommunen im ländlichen Raum hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Nochmal, wir brauchen Geld in den Kassen und Ideen in den Köpfen. Über das Geld in den Kassen habe ich eben gesprochen. Bei der Kassenlage sieht es gut aus. Kommen wir einmal zu den Ideen. Wir sind eben davon überzeugt, dass dort, wo die Menschen auf Probleme stoßen, auch die Ideen entstehen, wie diese zu lösen sind. Und es gibt eine Vielzahl von solchen Ideen in den ländlichen Kommunen. Und diese Projekte verbessern nicht nur die Daseinsbedingungen für die Bürgerinnen, sondern die Orte werden auch so aufgewertet, dass sie wieder interessant werden für Zuzügler. Und damit haben wir weitgehend positive Effekte. Wenn z.B. das letzte Lebensmittelgeschäft zugemacht hat und da anstelle dessen ein Dorfladen entsteht, dafür haben wir viele Beispiele, der ganz viele Funktionen erfüllt, also wo man sich trifft, wo eine Poststelle ist, wo man einen Kaffee trinken kann und auch noch ein paar Lebensmittel einkaufen, dann ist das wirklich eine deutliche strukturelle Verbesserung. Das Dorf wird einfach attraktiver, und Leute ziehen auch dort wieder hin, weil sie eben ein Angebot haben, was sie brauchen. Und wir sehen es als unsere Aufgabe, solche Ideen zu unterstützen, solche Initiativen mit Fördergeld, mit Beratung und ganz wichtig mit Vernetzung. Kommen wir einmal zu den Ideen. Da gibt es z.B. die Idee der Gemeinde Lautertal, Vogelsbergkreis, die auch ein sehr langes Kanalnetz mit wenigen Anliegern hat. Wir wissen ja, das längste Kanalnetz hat die Gemeinde Schotten im Vogelsbergkreis, nicht Frankfurt, Wiesbaden oder Darmstadt. Also, das heißt, die Anliegerbelastung, die Einzelne, ist sehr hoch. Und was haben die gemacht? Sie haben gesagt, wir entwerfen ein Konzept und haben Ideen entwickelt, wie man eine dezentrale Abwasserbeseitigung in Zukunft machen kann. Gefördert wird das vom Land Hessen. Und das ist genau der Punkt. Das haben die im Rahmen des Moro-Projekts auch ein gefördertes Projekt gemacht. Die Kommune setzt sich hin und sagt, lasst uns einmal überlegen, wie wir da andere Lösungen finden für die Zukunft. Und wir fördern das finanziell und mit Beratung. Und dann kommt Vernetzung. Andere Kommunen haben das gleiche Problem. Und dann wollen wir die informieren und sagen, hier ist eine gute Idee, das könnt ihr auch so machen. Und das ist Teil unserer Strategie zur Förderung des ländlichen Raums. Sie hatten auch nach Backhäusern gefragt in Ihrer Anfrage, also wie viele Backhäuser es noch gibt und wie viele größere Backöfen es noch gibt. Interessante Frage, ich finde Backhäuser klasse. Im Dorfentwicklungsprogramm z.B. werden Sanierungen von Backhäusern gefördert, z.B. in Willingshausen, Amöneburg und Randstadt. Da haben Sie so eine kleine Antwort auf eine der Fragen. Und Frischborn, danke Kurt, das ist nämlich unser Heimatdorf. Dann haben wir eine Initiative. Kommunen schließen sich zusammen,
schließen ihre Verwaltungen zusammen und versuchen, besser, effektiver und qualitativ hochwertiger in ihren Verwaltungen zu arbeiten. Gemeindeverwaltungsverband, 4 Gemeinden haben sich zusammengeschlossen. Es gab zum einen vom Land Hessen eine IKZ-Förderung von 600.000 €. Aber darüber hinaus verbessern wir dann auch die Rahmenbedingungen oder schaffen sie überhaupt erst. Ein Problem war nämlich bei diesem Gemeindeverwaltungsverband, dass sie nach dem Personenstandsrecht die Standesamtsaufgaben überhaupt nicht auf den Gemeindeverwaltungsverband übertragen konnten. Das musste bisher originär die Gemeinde machen. Ich danke Ihnen allen sehr, dass Sie bei der Veränderung des Personenstandsrechts dem Gesetzentwurf diese Woche zugestimmt haben. Denn genau da ändern wir diese Sache. Wir ermöglichen jetzt, dass diese Aufgabe auch von dem Gemeindeverwaltungsverband erfüllt werden kann. Auch hier unterstützen wir die Kommunen, wo wir es können. Noch einmal ein paar Worte vielleicht zur Mobilität im ländlichen Raum. Auch da geht es vor allem darum, Initiativen, die vor Ort entstehen, zu unterstützen. Ich fand die Debatte letztes Mal über den ländlichen Raum, was die Mitfahrbänke anging, ein bisschen schräg, weil es so dargestellt wurde, als würden wir hier vom Landtag aus sagen, stellt ihr euch doch mal Mitfahrbänke auf und guckt mal, ob euch jemand mitnimmt. Also, es ist genau umgekehrt. Ich habe mehrere Anfragen von Kommunen, die fragen nach Beratung und Förderung für dieses Konzept. Und ich sage Ihnen einmal, wie einfach das vor Ort passiert. Da sagen im Mittelzentrum sagen die Leute, okay, die Wallenröder wollen hier eine Mitfahrbank aufstellen, und die Wallenröder stellen die auf, großes Schild dran, Wallenrot. Und man kennt sich eben auch noch im ländlichen Raum weitgehend. Und dann sitzt dann eben manchmal jemand kommt vorbei. Das ist ein bürgerschaftliches Engagement. Mehr nicht. Aber wenn wir die Anfrage bekommen, ob wir das fördern oder unterstützen dabei, natürlich machen wir das. Das heißt aber doch nicht, dass wir das ersetzen. Also wir ersetzen doch nicht ÖPNV durch solche Konzepte. Wir werden im ländlichen Raum, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, niemals ein Angebot haben von Bussen, S-Bahnen und U-Bahnen und vielleicht auch noch Flughäfen, wie wir das im Ballungszentrum haben, sondern dort ist es viel schwieriger, sondern wir haben ein Netz von ganz vielen Lösungen und Lösungsansätzen. Und das werden wir weiter ausbauen und unterstützen, zusammen mit den Kommunen und deren Ideen, die sie vor Ort entwickeln. Förderung ländlicher Raum heißt für uns, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Menschen vor Ort die Möglichkeit geben und die sie unterstützen, ihre Initiativen und Ideen umzusetzen. Und wenn die Menschen das spüren, dass ihre Ideen Früchte tragen, dass sie wirklich zu einer Verbesserung im täglichen Leben führen, dann wächst auch das Gemeinschaftsgefühl, und zwar bei uns allen. Und das heißt eine Überzeugung, das Land hat Zukunft. Und daran werden wir weiterarbeiten. Frau Knell, schönes von Ihnen. Ich erteile das Wort der Abg. Knell für die Fraktion der FDP. Darf ich direkt? Sie können direkt anfangen. Ja, wunderbar. Aber nicht umsonst, hoffe ich. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Frau Kollegin Goldbach hat ja eben diese Broschüre hier beworben und einen Teil ihrer Rede ja auch einfach hier wortwörtlich herauskopiert. Gerade die letzten Sätze sind wortwörtlich das, was hier auf Seite 5 in der Broschüre steht. Ich habe mir lustigerweise genau dieselben Sätze angestrichen. Aber nicht, um sie zu zitieren und als positiv zu benennen, sondern genau das Gegenteil. Wenn man hier sagt, hier steht die Förderung, das haben Sie ja gerade eben vorgelesen, die Förderung im ländlichen Raum heißt, Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Menschen vor Ort die Möglichkeit und den Freiraum geben, das Beste aus ihrer Lage zu machen. Ich finde, das klingt nicht positiv. Das klingt so, als wäre die Lage sehr bedauerlich und nicht so toll. Und als müssten die Menschen erst einmal zu etwas geschaffen werden. Also, ich finde, das klingt nicht positiv. Dann geht es weiter. Das haben Sie eben ja auch vorgelesen.
sobald die Menschen spüren, dass ihre Eigeninitiative zu Verbesserungen führt, dass dadurch andere zum Mitmachen bewegt werden und das Gemeinschaftsgefühl wächst, haben Sie die wichtigste Nachricht verstanden. Das Land hat Zukunft. Das klingt nett, das haben Sie so vorgetragen, aber mit dieser Landesregierung hat das Land, hat der ländliche Raum keine Zukunft. Meine Damen und Herren, wir beraten jetzt erneut das Thema ländlicher Raum, diesmal eben auf der Grundlage der Anfrage der großen Anfrage der SPD. Und, Herr Kollege Warnecke hat ja eben auch schon schön dargestellt, dass diese älter ist, dass sie kürzer beantwortet wurde, in vielen Teilen gar nicht beantwortet wurde. Wir sind aber der SPD dankbar, dass Sie mit Ihrer großen Anfrage etliche Zahlen auf den Tisch gebracht haben. Und Sie haben das ja auch sehr, sehr schön schon erläutert. Aber zu den großen Zahlen müssen wir noch einmal zurückkommen, die wir die letzten Male schon erläutert haben, mit den 1,8 Milliarden €, die Sie feiern, dass Sie sie in den ländlichen Raum investieren, was Sie behaupten. Aber wir haben ja schon entlarvt, dass diese Rechnung eben nicht sauber ist. Denn von diesen 1,8 Milliarden € sind 1,3 Milliarden € allein Mittel im Kommunalen Finanzausgleich. Und das ist keine Neuheit, das ist allenfalls kreative Addition, wenn man es nett formuliert. Meine Damen und Herren, die Fragen und die Antworten bieten jetzt eigentlich nicht die Gelegenheit, eine intensive Debatte um diese Antworten zu führen. Aber ich nutze gerne die Gelegenheit, um erneut über die Politik rund um den ländlichen Raum zu sprechen. Weil die Interessen des ländlichen Raumes drohen immer öfter, zum ideologischen Spielball zu werden. Und das betrifft sowohl die zum Teil vernachlässigte Verkehrs- und Dateninfrastruktur, das betrifft auch Fragen der örtlichen Schul- und Gesundheitsversorgung, als auch die Zukunft unserer Kulturlandschaften, zu deren Erhaltung die Land- und Forstwirtschaft ebenso wie die Jagd und Fischerei einen wertvollen Beitrag leisten. Und, da leistet aber die Landesregierung wenig, um diese Bereiche zu fördern. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben führen können, ohne Broschüren. Denn aus Sicht der FDP-Fraktion ist der ländliche Raum weitaus mehr als nur das Naturschutzgebiet und die Windkraftpotenzialfläche, wie Sie die Grünen sehen. Der ländliche Raum ist und kann mehr. Er ist auch die Heimat eines hochinnovativen Mittelstands und von engagierten Bürgerinnen und Bürgern sowie auch von erstklassigen Erholungs- und Freizeitangeboten. Und die gilt es auch zu fördern und zu erhalten. Aber die Offensive der Landesregierung für den ländlichen Raum ist dann eben doch nur eine Werbekampagne auf Steuerzahlerkosten. Es ist der Versuch, die 50% Wähler im ländlichen Raum gewinnen zu können. Aber statt schöner Slogans und Politikmarketing brauchen wir die Infrastruktur bei der Bildung, bei der Digitalisierung und bei der Mobilität. Meine Damen und Herren, wir wollen den ländlichen Raum neu denken. Wir wollen die Lebensqualität vor Ort wirklich stärken, damit der ländliche Raum eine Zukunft hat. Und wenn wir den ländlichen, komme ich zu, wenn wir den ländlichen Raum als eigenen Wirtschafts- und Lebensraum für die Menschen attraktiv gestalten wollen, dann brauchen wir Straßen, dann brauchen wir Mobilitätsangebote und dann brauchen wir vielleicht einen Verkehrsminister, der die Dinge mag, für die er zuständig ist. Und das haben wir nicht. Wir haben einen Verkehrsminister, der mag die Dinge nicht, für die er zuständig ist. Der mag keine Straßen, er mag keine Brücken, er mag auch keine Autobahnen und auch keine Flughäfen. Er mag eigentlich nur Windräder. Die mögen wir jetzt nicht so besonders, aber die sind auch vor allen Dingen für die Menschen im ländlichen Raum ein Problem, weil die Menschen im ländlichen Raum leiden vor allen Dingen unter den Windrädern. Und die Menschen im ländlichen Raum brauchen auch nicht die Mitfahrbänke, auch wenn das romantisch ganz toll klingt. Aber wenn man dann wirklich mal irgendwo hin muss und sitzt da, und es kommt gerade keiner, der nach Wallenroth möchte, dann ist das ein Problem. Wir brauchen eine wirkliche Anbindung an die Ballungszentren. Damit sinkt dann auch der Siedlungsdruck auf Frankfurt, und die Attraktivität für den ländlichen Raum nimmt zu. Wenn wir wollen, dass der ländliche Raum attraktiv ist und Teil einer Lösung auch eben für diese angesprochenen Wohnungsprobleme der Ballungsräume wird, dann brauchen wir endlich eine vernünftige Anbindung. Und die Leute sind auch bereit, Wegstrecken auf sich zu nehmen, aber diese Bereitschaft hat Grenzen. Das muss alles auch noch in einem vertretbaren Rahmen sein. Wir müssen Mobilität neu denken und die Chancen, die neue Technologien und die Digitalisierung bietet, begreifen. Und da könnten z. B. autonom gesteuerte Mikrobusse als Teil eines ÖPNVs
vor allem für ländliche Regionen, eine große Chance sein. Die technischen Voraussetzungen sind bereits weit fortgeschritten. Wir waren gestern Abend bei einer tollen Veranstaltung der TU Darmstadt, wo auch ein gutes Projekt der Digitalisierung für den ÖPNV vorgestellt wurde. Solche Busse könnten die Städte und Gemeinden in der Fläche deutlich günstiger erschließen. Man wäre dazu noch digital unterwegs. Man könnte bedarfsgerechter auch in den Rand- und Abendstundendienste für die Leute auf dem Dorf anbieten. Aber solange eben nur die Zu-Fuß-Geh- und Radfahrpolitik der Grünen betrieben wird, bleiben wir im ländlichen Raum auf der Mitfahrbank sitzen. Und wir müssen auch den ländlichen Raum wirtschaftlich neu denken. Und da könnten wir uns als FDP gut vorstellen, dass man eine Art Center of Innovation etabliert, um innovative Entwicklungen und die Digitalisierung auch in ländlichen Räumen und Regionen zu stärken. Das könnten regionale Leuchttürme der Transformation in das digitale Zeitalter sein. Da könnten Gründer, Entwicklungsteams von Unternehmen und Hochschulen, Bildungseinrichtungen und Wirtschaftsförderer unter einem Dach arbeiten, sich austauschen und gegenseitig unterstützen. Aber auch dafür braucht es die Infrastruktur dazu. Das kann man nur angehen, wenn der Breitbandausbau stimmt. Und da verschlafen wir ja gerade die Chance schlechthin. Wir brauchen nämlich Glasfaser auch im ländlichen Raum. Und nur dann kommen wir wirklich voran. Und dazu passiert auf Bundesebene und Landesebene nichts. Wir brauchen eine Breitbandanbindung, die es eben ermöglicht, dass Menschen von zu Hause aus wirklich arbeiten können. Ich habe beim letzten Mal ja schon Beispiele da genannt. Und wer dann immer noch sagt, 50 Megabit, das sind der angestrebte Standard, der hat wirklich etwas verpasst. Und damit hängen wir den ländlichen Raum ab, wenn das die Zukunft sein soll. Es bleibt dabei. Es reicht nicht, sich ein Jahr vor der Landtagswahl plötzlich mit dem ländlichen Raum zu beschäftigen und dann jede Maßnahme, die man ohnehin macht, als Wohltat für die Menschen auf den Dörfern zu verkaufen. Die Entwicklung des ländlichen Raumes ist eine Querschnittsaufgabe, die man bei allen Entscheidungen bedenken und beachten muss. Und dafür sind unserer Meinung nach mutiges Handeln und kreative Innovationen und Lösungen gefragt und eben keine Werbebroschüren mit billigen Empfehlungen. Danke schön. Das Wort hat der Kollege Wiegel für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine werten Kolleginnen und Kollegen! Herr Warnecke, Sie haben sehr viel gesagt zu Ihrer Frage, aber ich warte auf die Lösungen. Ich habe nichts gehört, was Sie wollen. Bei der Frau Knell war es ja am Anfang ähnlich. Auch hier kam nur, was sein sollte, aber nicht, was man machen will. Zum Schluss kam was heraus. Herr Schmidt, ich kenne Sie ja nur, sind Sie doch einmal ruhig. Ist doch okay. Ist doch in Ordnung, ja. Aber ich denke, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ja letztes Plenum schon einmal darüber gesprochen. Wir haben mit der Offensive für den ländlichen Raum umfassende Antworten auf die Zukunftsfragen der Dörfer und kleinen Städte in ländlichen Gebieten gegeben. Herr Schmidt, da können Sie lachen so viel, wie Sie wollen. Ich warte bei Ihnen da immer noch darauf auf die Antworten. Wir haben Antworten formuliert auf die Schwierigkeiten bei der ärztlichen Versorgung. Dort gehen wir mit Stipendien, Ansiedlungsprogrammen, Gesundheitszentren, Gemeindeschwestern und Telemedizin neue Wege, um sicherzustellen, dass auf dem Land überall eine gute ärztliche Versorgung geleistet wird. Wir haben Antworten formuliert auf die Notwendigkeit klassischer und sozialer Infrastruktur. Deshalb unterstützen wir moderne ÖPNV-Strukturen und geben den Verkehrsverbünden so viel Mittel wie nie zuvor. Wir gehen auch unkonventionelle Wege wie Bürgerbusse oder Sammeltaxen. Aber wir bauen auch die Straßeninfrastruktur weiter aus und haben so viel Geld für den Erhalt und den Bau der wichtigen Verbindungswege in den ländlichen Räumen sowie in die Schichtenreibung gegeben. Wir haben Antworten formuliert auf die Notwendigkeit, überall in Hessen einen Breitband-Internetanschluss zu haben. Deshalb haben wir schon viel gefördert und tun das auch weiter.
damit bis Ende dieses Jahres überall in Hessen mindestens 50 MB erreicht sind. Damit hören wir aber nicht auf, sondern gehen ganz intensiv auf die nächste Stufe und bringen das wirklich schnelle Internet in jeden Haushalt in Hessen. Ich bin froh, dass die Bundesregierung uns dabei unterstützt und es in der kommenden Legislaturperiode richtig vorangehen wird. Wir haben Antworten formuliert, um Arbeitsplätze in den ländlichen Raum zu bringen oder dort zu erhalten. Deshalb verlagern wir Dienstposten des Landes in die ländlichen Räume, schaffen das die Hessenbüros, damit Landesbedienstete im ländlichen Raum leben können, und unterstützen unsere Unternehmen bei der Ansiedlung im ländlichen Raum bei der Gewinnung von Fachkräften. Wir haben Antworten formuliert für Familien im ländlichen Raum, weil jeder weiß, dass gerade das Familienleben ist, das in unseren ländlichen Räumen besonders schön und wichtig ist. Deshalb unterstützen wir kleine Kitas ganz besonders. Deshalb sorgen wir dafür, dass Schulen in den Flächen verfügbar sind und auch kleine Schulen erhalten werden. Wir haben Antworten formuliert für die Förderung von Sport, Ehrenamt und Kultur im ländlichen Raum, weil wir wissen, dass für den Zusammenhalt und damit auch für die demografische Entwicklung im ländlichen Raum ganz wichtig ist. Deshalb fördern wir Sportstätten, Schwimmbäder, unterstützen Heimatvereine, Museen und Theatergruppen. Deshalb setzen wir Mittel für Land- und Forstwirtschaft ein, und wir fördern Direktvermarktung, Dorfläden und auch Landtourismus. Zu all diesen wichtigen Fragen schweigt sich die SPD aus. Liebe Sozialdemokraten, der ländliche Raum hört nicht in den Kassen der Gemeinden und im örtlichen Dorfgemeinschaftshaus auf. Trotzdem will ich ein paar Worte zu den beiden Themenkomplexen der Großen Anfrage sagen. Finanzzuweisung in den ländlichen Raum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Finanzsituation der Kommunen in Hessen ist sehr gut. Das liegt an den Anstrengungen der Kommunen, aber auch vor allem an den Finanzzuweisungen des Landes. Da können Sie lachen, so viel Sie wollen. Der KFA hat mittlerweile rund 5 Milliarden Euro, eine absolute Rekordhöhe erreicht. Davon profitieren auch und gerade die Gemeinden im ländlichen Raum, die wegen ihrer besonderen Herausforderungen sogar eine Einwohnerveredelung erhalten. Das heißt, sie bekommen mehr pro Einwohner. Mit den mittlerweile 3 kommunalen Investitionsprogrammen haben wir, ist doch gut. Wir haben allen Gemeinden in Hessen dabei geholfen, ihre Infrastruktur zu modernisieren. Hier ist richtig viel Geld in die Gemeinden im ländlichen Raum geflossen, mit denen Schulen, Dorfplätze usw. und so fort modernisiert wurden und ganz oft auch gerade jetzt werden. Mit der Hessenkasse sorgt das Land dafür, dass gerade die Kommunen im ländlichen Raum, die nicht so große Finanzströme haben und leider auch zu oft auf Kassenkredite zurückgegriffen haben, von den Lasten der Kassenkredite befreit werden. Meine Damen und Herren, die Gemeinden im ländlichen Raum haben besonders finanzielle Herausforderungen zu meistern. Aber dank unseres Finanzministers und einem klaren Fokus der gesamten Landespolitik auf die spezifischen Bedürfnisse stellt sich das Land zusammen mit den Kommunen diesen besonderen Herausforderungen. Wir sorgen dafür, dass die Kommunen im ländlichen Raum finanziell so gut aufgestellt werden, dass sie vor Ort den Herausforderungen gerecht werden können und das umsetzen und auch dort investieren können, wo dies für die positive Entwicklung der Dörfer und Städte erforderlich ist. Damit komme ich zum zweiten Themenkomplex, der Dorfentwicklung. Ein tolles Programm für den ländlichen Raum. Ich bin froh, dass Sie dieses wichtige Thema hier auf die Tagesordnung genommen haben. Allein in dieser Förderperiode, hören Sie doch einmal zu. Allein in dieser Förderperiode
und das Programm gibt es ja schon länger, hat das Land gemeinsam mit der Europäischen Union rund 200 Millionen € direkt in die Entwicklung der kleinen Dörfer und Städte investiert. Übrigens haben wir diese Mittel von Jahr zu Jahr erhöht, von rund 20 Millionen € in 2014 auf rund 30 Millionen € in 2017. In über 140 Förderschwerpunkten konnte vor Ort gemacht werden, was vor Ort von den Bürgern gewünscht war. Wir haben nichts übergestülpt, sondern die Menschen in den Dörfern selbst machen und entscheiden lassen. Wir haben das Geld bereitgestellt. In 140 Dörfern und interkommunalen Gebieten wurde durchschnittlich 600.000 bis 800.000 € verbessert, verschönert, saniert, gebaut. Hier wurden Werte geschaffen und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Wir werden die Förderrichtlinie demnächst noch einmal anpassen, damit wir künftig noch flexibler sind und das Geld genauer dort einsetzen können, wo es vor Ort gebraucht wird. So freue ich mich z.B., dass es uns gelungen ist, beim Bund durchzusetzen, dass wir über dieses Programm nun auch Unternehmen der Grundversorgung, also z.B. die klassischen Tante-Emma-Läden, den Dorfladen und auch die dörfliche Kneipe unterstützen können, und zwar genau so organisiert, wie das vor Ort gewünscht ist. Das ist ein toller Erfolg, für den wir in Berlin geworben haben und der nun in der entsprechenden GAK-Richtlinie vorgesehen ist. Damit werden wir wichtige Verbesserungen erreichen, denn auch die Möglichkeiten, Kleinigkeiten einzukaufen und vielleicht auch mit den Leuten im Dorf einen Shoppen zu dringen, ist wichtig für die Zukunftsfähigkeit eines Dorfes. Nicht vergessen will ich dabei auch über 6.000 umgesetzte Vorhaben privater Maßnahmenträger in diesen Dörfern. Denn neben der kommunalen Infrastruktur gehört zu einem lebenswerten Umfeld auch eine moderne private Infrastruktur. Deshalb ist und bleibt die Förderung der privaten Anwohner eine wichtige Säule der Dorfentwicklung. Denn nur mit den Menschen vor Ort kann man ein schönes und liebenswertes Dorf haben. Da spreche ich als Vogelsberger aus Erfahrung. Und dazu gehören auch, und damit komme ich zum dritten Komplex der Anfrage, die Dorfgemeinschaftshäuser. Ausweislich die Antwort auf die Anfrage hat das Land Maßnahmen an 227 Dorfgemeinschaftshäusern in Hessen unterstützt. Auch da gibt es kein Patentrezept, was überall funktioniert. Wir müssen schauen, wie die Situation vor Ort ist. Manchmal lässt sich die angesprochene Dorfkneipe integrieren. Manchmal können Vereine oder der Kindergarten die Räumlichkeiten nutzen. Manchmal braucht es vielleicht einfach einen Treffpunkt. Meine Damen und Herren, hier wurde sehr viel Gutes in unseren Dörfern bewirkt. Wer mit offenen Augen durch Hessen läuft, kann es an jeder Ecke besichtigen. Ich bin froh und stolz, dass die Regierung den ländlichen Raum so klar in den Fokus genommen hat und ein so breites Angebot macht. Mit der Offensive für den ländlichen Raum werden wir das fortsetzen. Kommen Sie bitte zum Ende. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, damit werden wir auch weiter investieren, damit es überall in Hessen liebens- und lebenswert ist. Vielen Dank, und ich wünsche Ihnen allen ein schönes Osterfest. Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Frau Staatssekretärin, bitte schön. Das Wort für die Regierung hat Frau Staatssekretärin Tappeser. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte hier ausführen, dass seit Beginn der Legislaturperiode der ländliche Raum einer der Arbeitsschwerpunkte der Landesregierung und unseres Hauses ist. Und es ist ja schon angeführt worden, dass 50% der Bevölkerung im ländlichen Raum wohnen und dass es im ländlichen Raum auch einen großen Bedarf gibt. Und diesem Bedarf werden wir mit unterschiedlichsten Programmen gerecht. Ich möchte hier einiges herausgreifen.
Wir kümmern uns um Infrastruktur und Daseinsvorsorge, was von Grundversorgung über Wohnen, über Mobilität bis hin zur Digitalisierung reicht. Und so hat z.B. der Entwicklungsplan des ländlichen Raumes, der IPLR, in den Jahren von 2014 bis 2020 651 Millionen € in diese Bereiche investiert, die in Ergänzung oder zusammen mit den privaten Mitteln zu über 1 Milliarde Investitionen in den ländlichen Raum geführt haben, die gemeinsam mit den Akteuren vor Ort entwickelt wurden und die z.B. in die 25 LIDA-Regionen gegangen sind, die in die Entwicklung des ländlichen Tourismus gegangen sind, die in das Fachzentrum für Mobilität im ländlichen Raum gegangen sind, die zur Reaktivierung der Bahnstrecke Korbach geführt haben oder aber auch in die Biosphärenregion. Alles Themen, die wir nicht nur bearbeiten, sondern die wir auch immer gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln. Ich möchte jetzt einen besonderen Fokus auf das Förderprogramm Dorfentwicklung legen, das ja auch in Ihrer Vorbemerkung besonders angesprochen worden ist. Das Ziel der hessischen Dorfentwicklung ist, die Dörfer im ländlichen Raum als attraktiven und lebendigen Lebensraum zu gestalten. Es geht um eine Entwicklung, die die wirtschaftlichen, sozialen und weiteren Potenziale der Orte einbezieht. Von der Dorfentwicklung können öffentliche und private Zuwendungsempfänger partizipieren. Das Leistungsspektrum des Programms zielt auf verschiedenste Funktionsbereiche der Dörfer, wie schon die erwähnte Daseinsvorsorge und Grundversorgung, die auch in bürgerschaftlicher Trägerschaft angepackt werden können. Und es wurde schon erwähnt, dass insbesondere die Möglichkeit zur Förderung der Grundversorgung neu in die Förderprogramme aufgenommen worden ist. Zur Qualifizierung und Information der Akteure können Ausgaben für Schulungen und Informationsveranstaltungen gefördert werden. Auch dabei geht es besonders um die Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern. Die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die Förderung der Innenentwicklung sind die Kernthemen der konzeptionellen Vorbereitung und anschließenden investiven Förderung von Einzelmaßnahmen. Aktuell sind 119 Förderschwerpunkte der Dorfentwicklung mit 694 Ortsteilen in der Förderung. Und für dieses Jahr sind weitere Neuaufnahmen geplant. Die besondere Bedeutung der Dorfentwicklung zeigt sich auch bereits sehr deutlich an den Mitteln, die in dieses Programm fließen. Es sind 31 Millionen € alleine für das Jahr 2017, die für kommunale und private Vorhaben zur Verfügung standen. Ein großes Thema in der Dorfentwicklung, das wurde hier ja auch schon angesprochen, sind die Dorfgemeinschafts- oder Bürgerhäuser. Meistens geht es in den Ortschaften darum, vorhandene Gebäude zu sanieren, funktional aufzuwerten und barrierefrei umzubauen. Ein sehr schönes Beispiel ist der aktuell anstehende Umbau des historischen, denkmalgeschützten Schleifrasshofes in Bad Soden-Salzmünster zu einem Generationentreff. Aber auch die energetische Sanierung ist ein wichtiges Thema, denn die Dorfentwicklung fordert neben funktionalen Verbesserungen auch energetische Sanierung. In den vergangenen 10 Jahren wurden allein dafür 227 Vorhaben mit einer Fördersumme von insgesamt 18,6 Millionen € unterstützt. Das macht sich nicht nur in der hessischen Klimabilanz bemerkbar, sondern spart auch vor Ort Kosten. Die Funktionen von Dorfgemeinschaftshäusern sind vielfältig. Sie sind Gaststätten. 148 werden hauptberuflich, 80 ehrenamtlich und 548 temporär als Gaststätte oder für Veranstaltungen und Feiern genutzt. Sie sind Bibliotheken. 80 Mal in Hessen ist dort die öffentliche Bibliothek untergebracht. Sie sind Treffpunkt vielfältigster Angebote des kulturellen Lebens, für Konzerte, Theater und literarische Auftritte. Die dafür nötige Ausstattung ist häufig Gegenstand der Förderung.
Bei der Umsetzung kultureller Projekte kommt es oft auch auf das Zusammenwirken mit anderen Förderinstrumenten an, so z.B. die Einrichtung zur Landschafts- und Kulturgeschichte der Naturparke, als Beispiel sei das Haus am Roten Moor oder Felsenmeer genannt, die Projekte zum Hugenotten- und Waldenserpfad oder die Freilichtbühne in Biedenkopf, die eine bedeutende Rolle in der Liederförderung einnehmen. Sie sind vielerorts auch Zugang zum Internet. In den Jahren 2018 und 2019 sind zusätzlich jeweils 1 Million für Investitionen in öffentliche Hotspots im Rahmen der Breitbandförderung auch für die Dorfgemeinschaftshäuser bereitgestellt worden. Dorfgemeinschaftshäuser, das ist die gelungene Kombination aus Tradition, Funktion und neuen und bestehenden Anforderungen in unseren Dörfern. Und genau das haben Sie ja mit den hier auch schon erwähnten Backhäusern, die in vielen Dörfern noch immer zentrale Gebäude von besonderer Bedeutung sind. In Hessen haben wir in den letzten 10 Jahren insgesamt 67 Vorhaben zur Sanierung und Wiederinbetriebnahme von Backhäusern mit insgesamt 1,28 Millionen € unterstützt, so z.B. eben in Willingshausen, Amöneburg oder Randstadt. Aber es gibt natürlich auch Angebote für die Jugend auf dem Land. In den letzten 10 Jahren wurden 55 Jugendräume mit einer Fördersumme von insgesamt 3,1 Millionen € durch die Dorfentwicklung unterstützt. Beispielgebend auch hier die Jugendwerkstatt der Feuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Wittelsberg. Im gleichen Zeitraum erfolgten Zuwendungen für 14 Vorhaben mit einer Gesamtsumme von 1,1 Millionen € für den Bau oder die Sanierung von Kindergärten. Von der Jugend zu den Senioren, denn wir sind ja auch mit einer älter werdenden Gesellschaft konfrontiert. Seniorentreffs und Betreuungsangebote sind ein zentrales Anliegen in vielen Förderschwerpunkten, so z.B. in Ehringshausen das Engagement des Seniorenbeirats und die Versorgungs- und Betreuungsangebote der Diakonie. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch öffentliche Plätze, Grünflächen, innerörtliche Fußwege und ortsbildprägende alte Bausubstanz wie Brücken und Brunnen werden von der Dorfentwicklung geschaffen, erhalten und saniert. Sie sind Orte der Kommunikation und der Aktivität, vom Kinderspielplatz über die Skateranlage bis zum Bewegungsparcours für Senioren. Dafür sind in den letzten 10 Jahren insgesamt 28,5 Millionen € ausgegeben worden. Und mit einem Gesamtvolumen von 3,35 Millionen € konnten auch 47 Vorhaben an historischen Rathäusern gefördert worden. In den Jahren 2009 bis 2016 wurden ca. 90 Millionen € für 2.913 öffentliche Vorhaben und ca. 93 Millionen € für 6.360 private Vorhaben als Zuwendungen in der Dorfentwicklung gewährt. Ich denke, Frau Staatssekretärin, einen Augenblick bitte, damit Sie mitbekommen, wie hier gemurmelt wird permanent. Bitte, es ist wirklich so, dass wenn jemand normal spricht und einigermaßen leise spricht, aber deutlich spricht, er nicht verstehbar ist, weil Sie dauernd murmeln. Bitte also um ausgesprochene Ruhe jetzt. Danke schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird deutlich, welche zahlreichen und umfassenden Veränderungen und Verbesserungen insbesondere die Dorfentwicklung im ländlichen Raum gebracht hat. Ich bin zuversichtlich, dass mit der neuen Richtlinie ab diesem Jahr und der weiterhin soliden finanziellen Ausstattung diese Entwicklung auch weiterhin anhalten wird. Und eines möchte ich besonders betonen. Die Vielfalt der geförderten Projekte und die zahlreichen individuellen und persönlichen Geschichten, die hinter jedem einzelnen Fördervorhaben stehen, führen bei allen in der Dorfentwicklung tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim Land und bei den Landräten täglich zu der Erkenntnis, erstens, der ländliche Raum lebt, und zweitens, es gibt dort viele kreative und innovative Köpfe. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich habe jetzt nun keine Wortmeldungen mehr vorliegen. Damit ist der Punkt 12, die Große Anfrage zum ländlichen Raum, besprochen. Meine Damen und Herren, das ist das Ende der heutigen Tagesordnung. Ich frage die PGs, ich weiß sie nicht, alles andere geht automatisch in das nächste Plenum rein, ohne Unterschied. Dann haben Sie jetzt beschlossen, wenn Sie nicht widersprechen, dass alle anderen Punkte im nächsten Plenum aufgerufen werden. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Mitarbeit. Ich weise darauf hin, dass der Untersuchungsausschuss 19.2 in 301p jetzt zusammenkommt. Im Übrigen schöne Ferien, frohe Ostern, bis zum nächsten Mal. Tschüss.